Hallo Pferdeleute, gestern in dem Video habe ich mich ganz schön verzettelt und habe fast eine Stunde, also 50 Minuten aufgenommen. Eigentlich ging es mal los mit dem Handpferdereiten und dann habe ich mich über Erziehung ausgelassen. Es ist eigentlich mehr so ein Podcast geworden und den werde ich euch erst später zumuten. Ich nehme dann heute mal einen etwas anderen Weg. Ich hatte in dem Video davor ja auch was von einem Sonnenweg erzählt oder einem Sonnenberg, wo man bis nach Köln gucken kann bei wirklich klarem Wetter. Gestern war es klarer, da war ich da nicht, aber da traue ich mich halt nicht mit Hund hin. Und weil ich das andere Mal hier gerade ausgegangen bin, ich bin hier am Anfang vom Wald, versuche ich jetzt mal mit meinem Handpferd, was ich jetzt zurückschicke, weg, diesen schmaleren Weg entlang zu kommen. Da muss man halt hintereinander gehen und das klappt auch ziemlich gut beim Cisco. Das Problem, was immer mal ist, so wenigstens einmal bei jedem Ausritt, der bleibt einfach stehen. Muss ich entweder zurückreiten, das versuche ich dem noch abzugewöhnen. Gestern hatte ich auch Knotenhalfter dran, ist auch wirklich zu empfehlen. Und da ist mir dann eingefallen, dass die Sandra Schneider ja auch mal ein Handpferdevideo gesagt hat. Zum einen hat sie zugelassen, dass die Pferde nacheinander beißen oder dieser Mustang nach ihrem anderen Pferd beißt. Gibt es bei mir nicht. Spielen können die, wenn sie alleine sind. Aber hier ist halt ne Job ist Job und Bier ist Bier. Und auch ob ich jetzt ein Handpferd habe oder andere Pferde, wenn ich dabei bin, werden keine Rangordnungskämpfe ausgetragen und auch keine Spielchen. Dann hat sie, das hat sie richtig gezeigt, dass man den Strick so nimmt. Ich hoffe, man kann das sehen. Und keine Schlaufen, die sich zuziehen können. Einfach aus Sicherheitsgründen. Hier kann ich dann auch, wenn er stehen bleibt, wie ihr jetzt hier seht, ne, kann ich das einfach länger lassen. Und hab den dann hinter mir, muss ja jetzt hier, ist es total eng. Und dann kommt er hinter mir. Hier. Ich verreck mich hier wieder. Das war so das eine. Und jetzt will ich ihn nach vorne haben. Und dann muss er es halt können, wenn ich hier Zug aufs Seil bringe, dass er hier hinkommt. Und die Grundausbildung ist da halt das A und O. Das nennt sich quasi in Natural Horsemanship Stick to me, kleb an mir oder bleib bei mir. Dass er die Position hält, also Kopf an meinem Bein, finde ich da schon mal ganz gut. Über die Kreuzung sind wir gestern gekommen. Da bin ich hier getrabt und da oben hoch galoppiert. Hier aus dem Waldstück sind wir rausgekommen, dieser schmale Weg. Und wir gehen jetzt hier runter. Was kann man zum Handpferdereiten noch sagen? Ja, sie hat davon gesprochen, eben kein Knotenhalfter. Weil das Pferd, das wäre ja, würde dann WH, also mehr wehtun, nehme ich mal an, tun, als mit so einem normalen Halfter. Aber das ist ja auch gut so, dann bleibt es ja vielleicht wenigstens stehen. Und ich würde auch nicht mit Pferden ins Gelände gehen, wo dann auch Straßen oder so sind, wo ich halt Angst hätte, das brettert mir einfach los. Dann ist es halt als Handpferd noch nicht geeignet und wohl auch nicht als Reitpferd. Also das muss schon gegeben sein. Dass die, wenn man mal, weil ein Pferd stehen bleibt, loslassen müsste, nicht fürchten muss, das Pferd ist weg. Die erschrecken sich natürlich alle schon mal, aber die Fluchtdistanz ist dann so verringert bei gut ausgebildeten Pferden, dass sie nur so einen Satz zur Seite machen und keine Gefährdung für andere sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kann ich das also auch sehr gut mit Knotenhalfter machen. Aber ich habe die gerade von der Weide geholt, der Stallhalfter war drauf und der ist natürlich auch gut erzogen. Und ich kriege den natürlich auch immer wieder vorwärts. Der bleibt jetzt nicht stundenlang da stehen. Aber er bleibt dann halt mal stehen und dann muss ich den wieder nach vorne holen. Und ich hätte es natürlich gerne noch ein bisschen besser. Das Reitpferd beim Handpferdereiten muss natürlich auch absolut top ausgebildet sein. Es muss einhändig geritten werden können oder sogar am besten noch übers Bein. Ich kann den Lucky an sich auch über einen ganz langen Zügel reiten. Hier so. Und dann kann ich den auch hier. Ich will jetzt mal nach links. Ich nehme jetzt das Bein dran, mache nichts mit dem Zügel. Und schiebe den nach links rüber, jetzt sind wir hier am Wegesrand. Oder ich schiebe den nach rechts mit dem linken Bein und komme hier auch super da an. Das ist schon mal total wichtig. Ne? Ich nehme jetzt die Zügel einfach mal da rein und sage jetzt, wow. Und beide Pferde stehen. Und jetzt Beine ran und beide Pferde gehen los. Cisco etwas verzögert, aber kann man so mit leben. Also das muss im Grunde genommen einfach sein, es sei denn, man übt das in dem umzäunten Bereich. Und wenn das Pferd noch nicht sicher ist, wie dieser Mustang, geht man nicht ins Gelände. Und wenn ich dann auch von hinten noch einen Mitreiter haben muss, der mir den Mustang antreibt, falls der mal stehen bleibt, nee, dann müssen wir das auf dem Platz noch ein bisschen üben. Ne?
Und wenn der Cicero nicht mitgeht, habe ich auch gestern gezeigt, jetzt macht er es natürlich, drohe ich erst und wenn es sein muss, treffe ich den auch. Jetzt hat er das so verstanden, er soll ein bisschen schneller gehen. Wir kommen jetzt gleich an die Straße und an der Straße ist es natürlich umso wichtiger, dass sie gegebenenfalls auch ruhig stehen bleiben, falls ein Auto kommt. Zum Hund hatte ich gestern auch was erzählt, hier ist gerade dieses Staubeschild, falls ihr das sehen könnt. Und wenn ich den Hund dann freilaufen lassen will, der muss hören. Aber da könnt ihr euch dieses 50-Minuten-Podcast-Dingen angucken, wo ich auch die GoPro teste und auch das Handpferdereiten erkläre. Hier ist ein Steinbruch, hatte ich gestern auch von erzählt. Da hatten wir so eine Schlucht, wo wir rangeritten sind und der Lucky hatte sich erschrocken. Und hier sieht man von dem Steinbruch noch dieses alte, die alten Schienen mit dem Wägelchen. Hier geht es nach Unterlichtinghagen rein und beim Reiterhof sehen wir uns wieder. Jetzt wird's ernst, wir sind hier am Pferdehof angekommen. Hier müssten wir eigentlich rauskommen, gehen aber erstmal jetzt hier hoch. Und wie gesagt, jetzt nehme ich hier auch diese California Roll, um den besser kontrollieren zu können. Und hier seht ihr da so Häuser, da ist glaube ich auch so ein Sägewerk und so eine Ministraße oder so ein Weg, der da hochgeht. Und da habe ich euch am Anfang gesagt, da kommen wir raus. Das scheint geklappt zu haben. Das Einzige, was nicht geklappt hat, das ist der Sonnenberg. Irgendwo muss es einen Weg gegeben haben, wo man hätte abbiegen müssen, um zum Sonnenberg zu kommen. Also nehme ich euch irgendwann nochmal mit hier hin und dann suchen wir das. Oder ist das etwa hier? Ja, wenn man das mal wüsste. Das könnte natürlich sein. Lass uns mal da hochgehen. Das war ein Irrweg. Also nach dem Ausschlussprinzip, dieser Weg führt nicht zum Sonnenberg, aber ganz am Anfang habe ich einen gesehen, den werde ich dann beim nächsten Mal ausprobieren, aber das ist dann ein anderer Ausritt. Das wäre der Weg gewesen, wenn wir nicht abgebogen wären, also es war nur ein klitzekleiner Umweg und ich bin ja immer so ein Weichei, also so Vielseitigkeitsreiter konnte ich nie werden und mache mir schon bei so kleinen Bergen in die Hose, oh Gott! Hier geht es jetzt runter zur Straße, da wollen wir ja jetzt nicht hin. Hier könnte man auch zum Vogelsberg reiten, müsste dann aber ein Stück über die Straße drüber und deswegen zeige ich euch dann einen anderen Weg, der am Sägewerk, was ich euch gerade gezeigt habe. Und hier steht die Isländerbande, die zu dem Hof gehört. Wir haben halt so verschiedene Fälle, verschiedene Weiden. Und das ist eigentlich ganz gut nach Gruppen geordnet. Ich habe wieder einen Weg entdeckt. Rechts die Isländer und links ein Weg. Da schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Mit ein bisschen Glück muss man die Runde nicht nochmal gehen, weil wir den Berg doch noch erreichen. Oder wie man es nimmt. Wenn euch die Streifzüge gefallen, ist das natürlich eher Glück, wenn wir ihn nicht finden. Also ihr seht, das sieht hier nach sehr, sehr unwegsamem Gelände aus. Da oben galoppierten wir gerade die Pferde rum. Und unser kleiner Lucky sagt, bitte lass uns rumdrehen, aber bitte langsam. Geordneter Rückzug. Weil das wäre dann wirklich doof, wenn jetzt so ein Pferd nach vorne prescht und das andere bleibt stehen. Das wird keine so gute Lösung. Die Sandra Schneider hat davor gewarnt, dass man das Handpferd am Horn festbindet. Also ich denke mal, im Cowboyland wird man das wohl machen und auch machen können, weil das Horn dann ja auch viel, viel dicker ist. Und auch dazu geeignet. Die fangen damit ja auch Rinder ein. Hier mit unseren Western-Sätteln mit Show-Outfit, mit diesem kleinen Horn, das eigentlich mehr zur Zierde gilt, würde ich das auch nicht machen, weil im Fall eines prescht vor, das andere bleibt stehen, zerreißt das wahrscheinlich den Sattel. Also es ist ja nicht so, dass alles, was die Sandra Schneider sagt, falsch ist, aber es ist so das, was man so gefährliches Halbwissen nennt. Na, man weiß etwas und hält es für die ganze Wahrheit und so einfach ist es dann halt doch nicht. So, wieder raus aus dem Wald. Hallo Isländer. Ich musste wieder anmachen, die sind so süß, diese Isländer hier. Man sagt ja immer, Pferde spielen miteinander, um die Rangordnung zu klären. Und hier sieht man das mal schön bei den Isländern. Die zwei hier. Wenn die untereinander sind, sollen die das natürlich auch tun. Und wenn wir eine gute Beziehung zu unserem Pferd haben wollen, dann spielen wir auch ganz ähnlich mit denen. Machen Fangen, spielen, was die untereinander machen.
imitieren quasi das Beißen mit so einem Ich hab dich quasi bis. Das Entscheidende ist halt, dass da keine Aggression bei ist. Und ich fürchte, es wird schon wieder lang. Aber soll ich euch das jetzt vorenthalten? Das wäre doch echt doof. Das Wegdrücken, das Raumbeanspruchen kann man da ganz gut sehen. Und im Grunde haben sich im Kopfbereich auch, ah toll, steigen. Beißen. Aber eben nicht feste, ne? Mal einmal so zwacken und das muss man halt schaffen. Bisschen treten. Ja, die zwei Videos passen wirklich gut zueinander, weil Sinn und Zweck von Rangordnungsspielen habe ich da auch erklärt und warum man Pferde erziehen muss. Lucky sagt, wir haben uns das jetzt genug angeguckt, wir gehen jetzt nach Hause. Schade eigentlich. Aber Pferde sollen ja auch Rechte haben. Das ist nämlich, das habe ich gestern auch an einer anderen Stelle erzählt, wo er selber so ein bisschen gescheut hat. Und das ist quasi das Geheimnis, dass man einerseits sagt, wenn es drauf ankommt, dann musst du gehorchen. Genau wie beim Kind. Wenn das Kind droht, auf die Straße zu laufen, gibt es keine Diskussion. Aber bei Dingen, wo man den Pferden Mitspracherechte gewähren kann, da sollte man es lassen. Und da gibt es auch so ein anderes Video von der Sandra Schneider mit ihrem, wie man das Vertrauen des Pferdes gewinnt. Da hatte ich ja schon Sandra Schneiders Müllwerk des Vertrauens gemacht. Und im dritten Teil, glaube ich, sagt sie halt, man muss konsequent sein. Etwas, was einmal erlaubt ist, muss immer erlaubt sein. Und etwas, was einmal verboten ist, muss immer verboten sein. Und ich mache das genau andersrum. Ich sage halt, im Ernstfall musst du auf mich hören, dann darfst du zum Beispiel nicht grasen, dann darfst du auch nicht galoppieren und auch nicht den Weg bestimmen. Aber wenn kein Ernstfall ist und der sagt, halt, komm, lass uns weitergehen, dann sage ich, okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und das ist Beziehung und so machen wir es unter Menschen und das funktioniert unter Pferden auch, weil so doof sind die nicht. Die können das schon unterscheiden, dass in einer Situation etwas erlaubt sein kann, weil keine Gefahr droht und in der anderen eben nicht. Diese Ortschaft hier heißt Unterlichtinghagen, wer das wissen will. Und wo wir gestern waren, Oberlichtinghagen. Vielleicht mache ich es doch besser, dass ich die in der ursprünglichen Reihenfolge hochlade. Sonst kommt hier ja ganz durcheinander. Ich muss auch immer wieder anmachen, weil ihr müsst das einfach sehen. Guck mal, da ist ein kleines Zicklein. Ist das nicht süß? Das hüpft da rum. Lieber lange Videos und diese Szenen drin haben, oder? Ach, ist das niedlich. Oh, da ist schon wieder Sisko gekommen. Es reicht jetzt mal. Komm, na komm, Sisko. Muss ich böse? Na, ja, da geht er schon zurück. Die Leute, die wollen das Zicklein sehen, Sisko, nicht deine Zickereien. Dieses so, dass ich so unheimlich stark einatme und Energie aufbringe, ist auch eigentlich eine total gute Methode, um diese Phase 4 nicht zu brauchen. Die Phase 4 ist ja eigentlich gar nicht so als Strafe gedacht, aber wenn man sie denn so nennen würde, man fügt was hinzu, zum Beispiel den Klaps, dann ist es auf jeden Fall eine angemessene Strafe und keine übertriebene Strafe. Und als Variante habe ich eben auch mal probiert, dass ich mit dem Lucky rückwärts gehe und der Sisko muss gerade weiß rückwärts gehen. Aber das war auch nicht ganz die richtige Strategie. Muss man genauso ausprobieren wie die GoPro. Und da das Schild, bis bald in Gädchen. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Sisko zurück, ein Auto kommt. Echt toll, wenn er in einem Auto entgegenkommt und dann ist auch noch ein Roller da. Hier unten finde ich auch total süß. Da ist noch so ein kleiner Teich. Und zu Zwergen und ein Storch oder zwei Störchen drumherum. Sieht total idyllisch aus. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Ihr wisst ja mein Handyproblem. Man kann diese Actioncam, diese GoPro Hero 4 Black, auch übers Handy steuern, wenn man denn eine App da drauf hat. Und Larissa hat die. Bei mir war das Handy tatsächlich zu alt. Und hier war unser Ausgangspunkt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.